Was geht ab YouTube? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es um kurzärmelige Hemden. Los geht's. So Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich habe mir Gedanken gemacht und in den letzten Videos auch immer wieder angepriesen, kurzärmelige Hemden diesen Sommer auf jeden Fall ein gutes Piece zum Stylen. Und dementsprechend habe ich mir 5 Looks ausgedacht. Diese Looks gehen wir in dem Video einfach mal durch und wir fangen an mit dem ersten Look. Hier haben wir Variante Nummer 1, sehr, sehr cooler, fresher Look für den Alltag, sehr casual gehalten, gefällt mir persönlich sehr gut. Ich habe den auch schon öfters in der Vergangenheit angehabt und ich habe kombiniert eine dunkelblaue Anzugshose, so eine sogenannte Travelerhose von Gant, mit diesem kurzärmigen Hemd von Sandro Paris, was es letztes Jahr zu kaufen gab. Das ist so in diesem 60er-Jahres-Stil, Bowlinghemd etc. Ja, Stil gehalten und weißen Sneakern. Die Hose, wie gesagt, habe ich von Gant, das Hemd von Sandro Paris und die Sneaker sind von Zalando gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht genau von welcher Marke, aber es sind einfach simple weiße Sneaker und so gesehen würde ich das Ganze so kombinieren. Finde ich sehr, sehr alltagstauglich und kann man so ganz gut tragen. Lasst mich gerne auch in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Würdet ihr die Looks so tragen? Welcher Look euch auf jeden Fall am besten gefallen hat? Und dementsprechend alles, was ich natürlich an Links noch finde, packe ich auch unten in die Infobox. Die Sachen bzw. die Hose wird es noch zu kaufen geben, das Hemd zum Beispiel leider nicht. Ich gucke mal, was ich an Alternative finde. Das packe ich natürlich auch unten in die Infobox. Und das ist Look Nummer 1. Also Look Nummer 2 ist dem ersten Look relativ ähnlich, allerdings in einer anderen Farbkombination. Und mir gefällt der persönlich sehr, sehr gut. Deswegen habe ich ausgewählt das Hemd, was es aktuell bei Mango Man zu kaufen gibt, kombiniert mit einer Hose von Sandro Paris. Die gab es auch letztes Jahr zu kaufen, aber ich sag mal, eine beige Chino findet ihr wirklich an jeder Ecke, ob es jetzt Zara etc. sind, kriegt ihr wirklich überall. Dazu wieder die weißen Sneaker, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr sommerlicher Look, allein schon wegen den Farben, aber mir persönlich gefällt er extrem gut. Und auch das würde ich so oder werde ich auch so in Zukunft tragen. Was mir sehr, sehr gut gefällt ist an dem Hemd, ist einfach, dass das eine sehr coole Länge hat. Also ist nicht zu lang geschnitten, man kann es easy aus der Hose raustragen. Man könnte das Ganze aber jetzt auch rein theoretisch in die Hose, ich mache das jetzt einfach mal symbolisch, in die Hose rein. Krempeln und das würde genauso gut gehen. Also wie gesagt, das ist eine sehr coole Variante. Das Einzige, was ihr darauf achten müsst, ist, wenn ihr ein T-Shirt oder ein Unterhemd drunter zieht und das Hemd dann offen tragt, müsst ihr darauf achten, dass ihr teilweise die Ränder sich abzeichnen. Das heißt, ihr habt dann dadurch, dass das Hemd so ein bisschen so einen cremefarbenen Ton hat und ihr zieht jetzt zum Beispiel ein weißes T-Shirt drunter an, sieht man das. Also man sieht dann an dem Ärmel zum Beispiel den Abschnitt von dem Hemd. Finde ich persönlich nicht so nice. Deswegen muss man da immer darauf achten, wie man das Ganze trägt. So würde ich es auf jeden Fall unterschreiben und das war auf jeden Fall Look Nummer 2. So Leute, Look Nummer 3 ist ein sehr, sehr sommerlicher Look. Ich habe dieses typische Hawaii-Hemd, was ich einfach schon seit Jahren in meinem Kleiderschrank habe und auch in meinen Summer Essentials vorgestellt habe, von Saint Laurent an. Dazu eine Forage Jeans mit Ripped Knees und einfach mal braune Latschen dazu kombiniert. Finde ich ein sehr, sehr sommerlicher Look. Passt sehr gut an den Strand oder ich sag mal den Urlaub. Natürlich hier, da muss schon Hochsommer sein, dass man sowas tragen kann. Und da geht man einfach mal auf eine Barbecue-Party etc. Kann man easy so machen. Arbeitstauglich würde ich eher sagen, ist der Look auf jeden Fall nicht. Aber ich feiere ihn extrem. Gerade die Ripped Jeans zusammen mit so einem Hawaii-Hemd finde ich sehr, sehr nice. Und man könnte jetzt, ich sag mal, Latschen etc. dazu easy peasy anziehen. Und das ist Look Nummer 3. Look Nummer 4 ist fast ein All-Black-Look. Ihr könnt das Ganze auch ohne Unterhemd drunter tragen und rein theoretisch das Hemd zumachen. Aber es ist jetzt ein schwarzes, kurzärmeliges Leinenhemd. Das habe ich mir im Sommer irgendwo, ich glaube in Italien, gekauft für kleines Geld an so einem Leinenstand. Das gleiche habe ich auch nochmal gleich in Weiß. Und dazu unsere schwarze Forage Chino mit ein paar schwarzen Schnürern. Ich trage Schwarz auf jeden Fall nicht gerne im Sommer im Alltag, weil es mir einfach zu warm ist. Das ist für mich eher so ein, Look, den ich abends zum Abendessen, wenn ich zum Beispiel irgendwo essen gehe etc., auf jeden Fall gerne anziehen würde. Schwarz ist recht, wenn man so ein bisschen braun gebraunt ist, gefällt mir das extrem gut, wenn man dann dunkle Sachen anhat. Allerdings nur abends. Tagsüber halte ich das Ganze eher hell oder ich sag mal bunt, aber zum Abend hin kann man gerne sowas tragen. Und das wäre auf jeden Fall ein cooler Look, den ich so im Alltag oder ich sag mal auch im Urlaub so abends anziehen würde. Und ja, Look Nummer 4. So Leute, und hier haben wir den letzten Look. Das ist natürlich ein sehr, sehr sommerlicher Look. Kombiniert natürlich der braune Hut mit den braunen Latschen und einer hellen Anzugshose, Leinenanzugshose und dieses weiße Hemd, was ich mir im Urlaub mal gekauft habe.
Wie gesagt, die kriegt ihr im Urlaub eigentlich hinterhergeschmissen an so Ständen. Guckt allerdings, dass sie euch gut sitzen. Ich bin damit sehr zufrieden, haben auch eine coole Form und sind sehr, sehr dünn, aber es ist ein cooles Hemd. Deswegen ist für mich ein nicer Look für den Sommer. Natürlich sehr wenig hier im Alltag einsetzbar, aber im Urlaub zum Beispiel wäre der ideal. Und auch das würde ich so kombinieren und so tragen. Und das ist auf jeden Fall es gewesen mit meinen 5 Looks, die mir zu den kurzärmeligen Hemden jetzt einfach mal auf spontan eingefallen sind. Es gibt natürlich noch unzählige weitere Varianten, aber ich sage euch, kauft euch kurzärmelige Hemden, sind sehr, sehr nice. Eine dicke, dicke Empfehlung von mir. Wie gesagt, keins von den Hemden war wirklich knatscheng. Die waren alle ein bisschen lockerer geschnitten, sodass sie das Ganze so ein bisschen atmen kann. Wie gesagt, alle Links, die ich finde, findet ihr unten in der Infobox. So Leute, das war es an der Stelle auf jeden Fall wieder. Schön, dass ihr am Start wart. Vergesst auf jeden Fall nicht, ein Abo dazulassen und ein Like. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute. Ciao.